Mariah Carey gewinnt negativen Erfahrungen etwas Positives ab. Mariah Carey versucht immer, aus negativer Erfahrungen etwas Positives zu ziehen, so auch aus den Erlebnissen der sexuellen Belästigung ihr gegenüber. Als die Sängerin vom Guardian gefragt wurde, ob sie die Raute MeToo-Bewegung unterstützt, meinte sie, wie könnte ich nicht? Ich bin immer für Menschen, die die Wahrheit verkünden. Und weiter sagte sie, ich versuche immer, die Dinge so zu verarbeiten, indem ich etwas Negatives in etwas Positives verwandle. Auch, wenn ich dabei nur vor einem peinlichen Moment fliehe. Auf die Frage der Zeitung, ob ihre Erlebnisse der sexuellen Belästigung eher flüchtig oder anhaltend waren, meinte Carey, ein bisschen von beidem, aber darüber möchte ich in diesem Interview nicht sprechen, also hass mich nicht, Schätzchen. Deswegen hat Mariah Carey auch keinen Namen genannt und ihre Erlebnisse der sexuellen Belästigung nicht weiter ausgeführt.